Hallo Freunde, hier ist euer Natus und ich habe mal wieder eine richtig coole Cache-Serie für euch ausgegraben. Die Caches habe ich alle schon vor ein paar Jahren mal gemacht, aber ich war gerade mal wieder in der Nähe und dachte, cool, dann filme ich die mal, zeige euch die. In den Caches geht es immer um Märchen der Gebrüder Grimm. Das erste Märchen sollte, denke ich, direkt mal klar sein. Nicht nur dieser Frosch ist cool, sondern ihr seht schon ein bisschen mehr. Ich zeige euch das mal. Das ist das Finale dieser coolen Letterbox, der Froschkönig. Und wenn ihr mal hier schaut, ich tue mal den Frosch zur Seite, gibt es einen Eimer, den kann man so hoch und runter lassen. Also sehr, sehr geil. Ich lasse den mal hoch. Findet man hier ein Schloss, ich habe das schon mal vorbereitet, damit ich euch den Code nicht verrate aus Versehen. Und dann geht das hier hoch. Und dann findet man hier, total geil, die Dose. Oder die Dosen, muss man ja schon sagen. Hier Leute, mit jeder Menge Spielzeugkram, mit noch mehr Spielzeugkram, mit Logbuch und Logstempel, ja, Letterbox, da. Und es hört also gar nicht auf. Hier sind jetzt die Travelbugs und Coins drin. Mal schauen, ob hier was drin ist. Ja, doch, ist was drin. Und ach, wie süß. Vor allen Dingen als Videokassette, Star Trek. Sehr schön und so weiter und so fort. Also wirklich eine sehr, 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 sehr coole Nummer. Auf geht's zur zweiten Dose. Gut, da bin ich schon bei Cache Nummer 2. Und er ist da. Also hier erwartet uns wieder eine große Box. Machen du auf. Und sehen du, schöne Holzdose. Ich hoffe, es bleibt hier oben. Hier steht das Wort Klappe. Und jetzt ist die Aufgabe, welche der Tiere siehst du hier irgendwo? Und das sind die richtige Reihenfolge. Genau, aus diesen Tieren ergibt sich dann der Zahlencode für das Schloss, welches aber nicht da ist. Das habe ich nicht weggeräumt, sondern es ist nicht da. Wahrscheinlich, bei mir war es damals noch da, wahrscheinlich ist es im Laufe der Jahre weggekommen oder kaputt gegangen, immer wieder. Aber hier, guck mal. Da ist zum Beispiel eins dieser Tiere. Aha, hier geht es übrigens wieder um ein Märchen. Esel. Und da oben habe ich auch schon eins gesehen. Genau, da seht ihr wieder eins. Hier geht es um die Bremer Stadtmusikanten. Und wie gesagt, leider, warum auch immer, ist das Schloss abhanden gekommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier den Kasten aufschieben. Und dann hier die Dose rausholen. Mit wieder jeder Menge Spielzeug und Kram. Also die Kisten sind mehr als familientauglich, wie ihr seht. Also, das war schon der zweite Cache von demselben Owner hier darunter. Sehr, sehr cool. Zweiter Cache, zweites Märchen. Und wir düsen mal ab zum dritten. So, ihr Lieben, Cache Nummer 3. Und welches Rätsel das ist, sollte doch, denke ich, klar sein. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten, an den Cache ranzukommen. Also, hier oben ist das Wohnzimmer. Leider kann ich euch das schwer zeigen. Ich kann das mehr ran machen, weiß auch nicht. Genau. Hier braucht man normalerweise eine 9-Volt-Block-Batterie. Dann erleuchtet sich das Zimmer hier drin. Und da sieht man jetzt und den Zahlencode für dieses Schloss. Da ist dann ein Schlüssel, den man hier unten reinsteckt. Und dann kann man das Ganze öffnen. Den 99-Block habe ich nicht mit. Ich wusste, dass ich den hier brauche, aber das ganze Ding ist hier relativ spontan. Habe ich nicht dabei. Es ist Sonntag, man kann auch nirgendwo einkaufen. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit, nämlich hier zu klingeln. Hier zu klingeln. Hallo, hier ist der Pimpel. Ich lasse mein Haar herunter bei Zahlencode. Also. Sie redet mit uns, die Rapunzel, hat uns den Zahlencode gesagt, den kann ich euch natürlich nicht sagen, weil den solltet ihr selber rauskriegen. Dann könnt ihr hier das cool öffnen, das Haar herunterlassen, also hier ist auch wirklich an alles gedacht. So, jetzt können wir hier unten den Schlüssel reinstecken, ihn drehen, es öffnen und das Ganze öffnen. Das zeige ich euch natürlich. Und das sind wieder die großen schicken Dosen hier, meine Güte. Cool, also hier wieder jede Menge Spielzeug. Hier das Logbuch. Hier wieder Zeug.
Hier unten wahrscheinlich die TBS. Wie cool ist das denn? Wieder ein wirklich richtig geiler, nochmal schönes Märchen. Ich verlinke euch mal hier mindestens den Code. Kommt mal her, macht die Cash. Mal schauen, ob ich das noch mehr schaffe. Ja. Los geht's. Was haben wir denn hier Cooles? Mitten im Wald, ein Häuschen, Wald, Märchen, ich denke mal Hänsel und Gretel. Wäre jetzt mal meine Vermutung. Und wenn wir uns hier eine Runde rumbewegen, sehen wir hier keinen Zugang. Wenn man das versucht so zu öffnen, macht es nur klack, klack, klack. Und dann kommt man, zack, irgendwann dahin. Das ist ja hier ein Schornstein, den man abnehmen kann. Mit einem Loch. Und beim Lesen des Listings habe ich festgestellt, weil ich habe das wirklich schon vor so vielen Jahren gemacht, keine Ahnung mehr, wie das ging. Also habe ich gerade nochmal gelesen, ich brauche ein Werkzeug, ein spezielles Werkzeug, was Hexen verwenden. Also einen, Und der muss hier irgendwo im Umkreis von 1 bis 2 Metern sein. Keine Ahnung, mal suchen. Schon mal gut aus, oder? Genial. Dann geht's mal direkt zum Ort des Geschehens. Also, let's öffne. Dann hier rein damit. Wie so ein großer Vierkant. Und jetzt drehen wir das Ganze, ja. Und dann nehmen wir das Knie. Und ja. Ha, ha, ha. Sehr, sehr cool. Ach, einfach. Oh ja. So knarren stellt man sich das vor. Ja, einfach ein völlig normales Türscharnier. Genial. Ach, das Rätselei geht weiter. Ich hoffe, das ist noch nicht wieder kaputt. Nee, ist noch nicht. Hier müssen wir jetzt rätseln, um an Los Dosos zu kommen. Welche Begriffe kommen in dem gesuchten Märchen vor? Okay, da rätsel ich, also ich denke mal Hänsel und Gretel. Da rätsel ich mir mal die Kombination. Gut, hier Zahlenkombination, natürlich verdecken und wir öffnen das Geheimnis. Zack. Cool. Und wieder ein riesen Behältnis. Ist das nicht mal wirklich cool gemacht hier? Meine Güte. Ah, schön. Heftchen und Logbuch. Sehr schön. Cool. Also wirklich. Und vor allem in allen seinen Dosen ist Massen an Spielzeug. Also hier sollten unbedingt Familien mit Kindern herkommen. Also wieder eine mega cooler Cash-Nummer. Krass. So ein bisschen mit Rätsel vor Ort, das gefällt mir, wenn man ein bisschen was tun muss. Und wenn man nicht nur zu Hause irgendwelche Mysteries löst, sondern so vor Ort Field Puzzle. So, ich glaube, einen habe ich noch und den zeige ich euch jetzt. Jo, ein weiteres Märchen habe ich für euch. An der Hütte kann ich es noch nicht ganz erkennen, was es ist. Aber wir gehen mal hinein. Hinein in die Dunkelheit. Interessanter Tisch. Was könnte das wohl sein? Hier ist ein Teppich. Das Märchen vom fliegenden Teppich. Nee, das macht keinen Sinn. Daher räume ich den mal hier rüber. Denn es muss ja Gebrüder Grimm sein. Da gibt es keinen fliegenden Teppich. Aber das sieht noch selbstbar aus. Das sieht noch selbstbar aus. Außerdem kann ich mich erinnern. Ich habe das ja schon mal gemacht. Und weiß, dass auch hier wieder was zu lösen gibt. Ah, guckt mal. Hier kann ich was drehen. Und hier brauche ich einen Schlüssel. Hier brauche ich einen Schlüssel, den ich irgendwo suchen muss. Und mein Gedächtnis sagt mir auch, wo das ist. Weil ich nämlich damals hier ziemlich lange gesucht habe. Und im Übrigen ist das irgendwie Tischlein deck dich, würde ich behaupten. Das sind ja Tische. Gut, ich habe jetzt draußen ein bisschen Zubehör suchen müssen. Stand das im Listing, im Übrigen total Murks erzählt. Das hat nichts mit Tischlein deck dich zu tun, sondern er nennt das den Goldknüppeltisch. Und draußen habe ich auch was gefunden. Da ich mir nicht alles zeigen will, wo, habe ich das hier einfach mit reingebracht. Eine Code-Tabelle mit vielen, vielen vierstelligen Ziffern für das Zahlenschloss. Und hier so ein Stock, nennt er das Schlagzeug. Und was ich leider nicht gefunden habe, ist noch das Lastentier, den Esel. Der war irgendwie nicht da. Jedenfalls muss ich jetzt etwas kombinieren. Und wenn man den Tisch dann eine Weile untersucht, sieht man hier so zwei
kleine Erhebungen, wo ich jetzt die Kohltabelle reinbauen kann. Und hier ein Löchlein, in dem ich dieses Schlagzeug, diesen Stock reinstecken kann. So, und ich erinnere mich noch, hier oben musste jetzt der Esel drauf, der dann auf die Zahlenkombination zeigt. Aber leider ist der Esel nicht da. Keine Ahnung warum. Ich habe das trotzdem ein bisschen mit euch probieren draußen rausgekriegt. Also draußen, wo ich das Zubehör gefunden habe, war nämlich auch der Schlüssel. Und voilà, den habe ich natürlich gefunden. Und jetzt kommt der hier unten rein. Und Schloss, Schloss, Schloss. Könnt ihr schon denken, zack. Cool. Sehr cool. Wieder her, schönes Türchen hier. Sehr schick. Hier. Spielzeug, also das dürfte Kinderherzen höher schlagen lassen. Ja, Logbuch, der Goldknüppeltisch. Sehr, sehr, sehr cool. Klasse. Gut, ich hoffe, euch hat meine kleine Cache-Serie hier mit diesen mega coolen Bastel-Caches gefallen. Alle vom selben Owner. Besucht die mal, gibt es sogar noch mehr, gibt noch einen Nacht-Cache und keine Ahnung, also zum Teil habe ich das auch noch gar nicht gemacht. Gebt mir einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Video, euer Natus. Tschüss. We'll be right back.